watch me get honest, take that body downtown. Ich wurde mit einer Bierflasche beworfen von einer Frau, ich wurde angespuckt von einem Mann, ich wurde letztens am Hintern angegrapscht und so. Also es gibt immer Momente, wo man keine Chance hat, irgendwas zu tun. Das hier ist mein Reisekoffer. Hier einmal die Schale fürs Geld. Dann habe ich meine Visitkarten. Da ist mein Mikrofon, mein Schild. Höchstens kann ich 2,5 bis 3 Stunden singen, aber ich mache immer nur 2 Stunden. Weil wenn ich jeden Tag 3 bis 4 Stunden singen würde, dann wird meine Stimme nach ein paar Jahren das nicht mehr mitmachen. Am Tag würde ich mich immer über 100 Euro freuen in diesen 2 Stunden. Erstmal hallo miteinander. Mein Name ist Madeleine, ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin 23 Jahre alt. Mein größter Traum war schon immer Sängerin zu sein. Deshalb habe ich nicht auf meine Eltern gehört. Habe alles wirklich geschmissen und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Es gibt natürlich auch welche, die das eher stört, aber mich nicht. Im Gegenteil, ich finde das sehr gut. Das gehört auch zu einer Stadt, zu einer größeren Stadt. Das macht das auch irgendwie aus. Ich meine, es ist ja auch sehr gut. Also kann man ruhig auch mal entsprechend honorieren. Ich finde, sie hat eine ganz tolle Stimme und finde es toll, dass sich jemand so hier hinstellt und die Leute unterhält. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, dass sich Leute darüber beschweren, weil das ist ja jetzt kein Krach, sondern das ist ja wirklich Kunst. Also seit ein paar Jahren gibt es leider keine Bescheinigung mehr für Straßenmusiker, gerade weil die Anfrage so hoch ist. Und es gibt eine Möglichkeit, legal singen zu können. Einmal ohne Lautsprecher, damit verdient man aber kein Geld. Und dann kann man unten in den U-Bahn-Schächten, da muss man sich jeden Mittwoch um 6 Uhr morgens 3 Stunden anstellen und darf dann für einmal die Woche singen und muss dafür 30 Euro bezahlen. Also es gibt einfach keine gute Möglichkeit hier in Berlin. Und das finde ich so ungerechtfertigt, weil Berlin lebt von der Musik, lebt von der Kunst. Du meintest ja gerade schon, dass man ohne Verstärker eigentlich kein Geld verdient. Woran liegt das? Ich kann zwar auch laut werden, doch ich habe auch Stellen, die sind halt so leise und so ruhig, so emotional. Wird hier niemand hören. Halleluja. Halleluja. Danke. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Es gibt Menschen, wo ich das wirklich so schlimm finde, also gerade wenn man so einmal umarmt und man sieht wirklich, hey, das sind Leute, die haben nicht so viel Kontakt mit Menschen und die brauchen einfach mal eine Umarmung. Da mache ich das so gerne, aber der ist halt die ganze Zeit bei dir. Der küsst dich auf die Hände, der nimmt deine Haare, der küsst dich dann auf die Wange. Ich habe mich einmal gegen ihn gewehrt und dann wurde er richtig sauer, hat jeden Menschen, der vorbeigekommen ist, belästigt, hat hier dann einen riesigen Salzkreis gestreut, Tarotkarten, also wie so ein Ritual und dann überall rumgeschrien, bis die Polizei kam. Also wenn man nicht mit kooperiert mit ihm, dann versaut er dir deinen Auftritt. Ich glaube, gerade was Belästigung angeht, sind wir natürlich, also wir Frauen, also leiden sehr darunter. Finito. Finito. Hast du schon gezählt, wie viel jetzt so rumgekommen ist? Ich schätze mal so, ja, nicht viel, 20, 30 Euro oder so. Und jetzt ziehen wir noch weiter wohin? Jetzt ziehen wir zur Warschauer Straße. Ich mag den Alex lieber, weil er halt einfach so ein bisschen ruhiger ist und entspannter. Und ich habe das Gefühl, mein Genre wird da auch ein bisschen mehr gehört. Die Idee kam nicht, weil ich mich halt bei so vielen Sachen beworben habe, aber irgendwie
war noch niemand so richtig begeistert von mir. Und dann dachte ich mir, dann werde ich die Leute jetzt einfach mal zwingen, mir zuzuhören. Und es hat dann auch gut geklappt. Also mein Traum ist es, irgendwann von der Musik leben zu können und, sag ich mal, ganz vereinzelt vielleicht so als spezieller Auftritt mal wieder Straßenmusik zu machen. Eigentlich hat Straßenmusik mir alles gegeben, auch dadurch, dass ich jeden Tag 3 Stunden singe. Das ist die beste Übung, die man haben kann. Und ich habe mich so verbessert jetzt die letzten 2 Jahre. Aber dass jeden Tag 2 Stunden, ob Winter, Sommer, egal was los ist, das ist schon ein hartes Pflaster. Okay, da ist jetzt gerade Polizei. Ich würde schon mal langsam aufbauen, aber es nicht provozieren jetzt. 5, 10, 15. Jetzt bin ich halt wieder am 10, weil ich halt einfach finanzielle Probleme habe. Und das ist dann natürlich immer so ein Frustfaktor, was einen auch selbst ärgert, wenn man tut es nicht fürs Geld. Aber so läuft das Leben, so läuft die Welt, das ist das System. Im Winter ist es halt ein bisschen problematisch, weil es so kalt ist, aber dafür steht halt niemand auf der Straße. Also du hast überall freie Bahn. Und im Sommer dafür ist halt warm und entspannt, aber es gibt halt auch, gefühlt will dann jeder Straßenmusiker sein. Und da muss man halt früh da sein. Weil es kommt immer darauf an, wer am frühesten da ist und der hat halt den Platz. Und dann darf man auch 2 Stunden durchgängig spielen. Wie ist denn so das Verhältnis zu den anderen StraßenmusikerInnen? Also richtig, richtig gut. Also auch meistens, wenn ich jetzt mal Neues sehe, spreche ich mit ihm, stelle mich vor, dann connecten wir uns. Und dadurch habe ich jetzt auch mit ganz vielen Musikern so eine Gruppe. Wir treffen uns immer, haben so einen Hotspot und jammen zusammen und erzählen dann immer über unsere Erlebnisse. Und das ist einfach richtig cool. Den würde ich auch machen, einmal zu gucken, was da so als Spruch drin steht. Oh, morgen wird ihr Glückstag sein. Also heute noch nicht anscheinend. Schlechtes Timing. So heißt auch ein Song von mir, scheiß Timing. Okay. Ja, spielst du auch manchmal eigene Songs? Ja, also leider nicht so oft, weil ich bin da auch voll schüchtern und ich will mich jetzt auch mehr dazu bringen, immer mehr und mehr zu spielen. Aber gerade auf Bühnen, finde ich, mag ich das viel lieber. Also auch in Bars, in Restaurants, wenn die Leute stehen bleiben und dir zuhören. Das sind so meine Babys und wenn die Leute alle so wegrennen, dann denke ich mir, ja, okay. Als nächstes dann singe ich meinen eigenen Song. Er heißt Warum bist du hier? Bedeutet mir echt sehr, sehr viel. Warum bist du hier? Kein Plan, das dachte ich noch mit 13 Jahren. Hab mich des Öfteren gefragt, bis zu diesem heutigen Tag mit 18 schon erwachsen. Auf eine Reise ohne Rast, meilenweit hätte ich allein in den Hassen. Ich ging nicht aus, ich ging nicht weg, ich sah darin noch keinen Zweck. Denn manche Menschen, die hier wandeln, behandelten mich wie Dreck. Lieber hier, an diesem Ort, Rouladen, gleichen Blockaden. Warum bist du hier? Wichtige Frage. Gerade wenn man so einen richtig emotionalen Song singt. Und alle laufen und keiner hört dir zu, obwohl man wirklich 13 Stunden geheult hat beim Schreiben. Musik, sie baut mich auf und dieses Lied trägt mich bergauf. Mein Traum geb ich nicht auf, ich geb nicht auf, weck mich nicht auf. Doch jetzt herz ich mich, jetzt stress ich mich, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Ich will doch nur, ich will doch nicht, ich hab's noch nicht, ich hasse mich. Druck kaputt, ich muss, weil die Durst da nicht sein, wie kann das sein, was in einem Teil anstatt irgendwie zu gefallen. Und nein, was passiert mit mir? Ich finde es sehr berührend, wie sie das rüberbringt. Warum bist du hier? She has an incredible voice. When she's singing, I can bite to listen. Ich hatte ja auch ein paar andere Jobs, habe mich oft ausprobiert, ein paar andere Dinge. Und es war immer so, ich bin aufgewacht, ich hatte gar keine Lust. Und seitdem ich das mache, weiß ich, boah, ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit. Natürlich gibt es mal, wie ich auch schon eben gesagt habe, Tage, wo man denkt, oh, ich würde gerne im Bett liegen bleiben, aber so selten. €60 oder so. Sehr schlecht. Also mein schlechtester Tag ist überhaupt. Was glaubst du, woran lag es? Ich glaube einfach daran, dass wir Platz gewechselt haben. Weil oft ist es so, wenn man 2 Stunden in einem ist, dass man mehr Leute aufbaut, mehr Leute zuhören. Ich glaube, wir haben nicht ganz 2 Stunden gesungen. Da wird es auch liegen. Und kann halt auch an der Kamera liegen ein bisschen. Genau. Hast du so ein Mindestziel pro Tag eigentlich? Schon €100. Ja. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Es ist halt Leben.
Also der Spaß, der mir Straßenmusik macht oder generell das Singen und davon leben zu können, das ist es alles wert. Oben kommt ihr zu einem weiteren Video von Ultraviolett Stories und unten findet ihr einen Beitrag von Valulis.